illegal abgeerntete Weinberge, durchgeschnittene Reben, Trauben mit Pflanzengift besprüht. Alle Kollegen schütteln auch den Kopf und sagen so, auf Pelzisch heißt es, jetzt hört der Spaß auf. Man schläft nachts auf alle Fälle nicht mehr so ruhig. Diese Menschen sind für mich keine Winzer. Die Winzer in Rheinland-Pfalz sind beunruhigt. Immer wieder kommt es zu Traubendiebstählen und Vandalismus im Weinland. Zuletzt vor allem in der Südpfalz. Doch wer sind die Täter? Und was kann man dagegen tun? Axel Scheu und Tochter Alexandra sind noch immer fassungslos. Auch Wochen nach der Tat können sie nicht so richtig glauben, was ihnen da im August passiert ist. Unbekannte hatten in nur einer Nacht einen ihrer Weinberge fast komplett abgeerntet. 850 Kilo unreife Dunkelfelder-Trauben einfach weg. Mein erster Gedanke war, das kann ja gar nicht sein. Ne? Weil wer macht denn sich so Mühe? Und wir wissen ja, dass die Traube gar nicht reif sind, beziehungsweise dass sie halt auch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt waren. Brisant. Nur wenige Tage vor dem Diebstahl waren die Reben gespritzt worden. Eine Abschlussbehandlung vor der Lese. Und für die hätte man eigentlich noch 35 Tage warten müssen. Davor sollten die Trauben auf keinen Fall gegessen oder verarbeitet werden. Dass der Dieb ein Winzer oder ein Konkurrent sein könnte, glaubt Axel Scheu in diesem Fall nicht. Wenn es ein Racheakt gewesen wäre, hätte man sich nicht die Mühe des Abtransports gemacht, sondern hätte es auf den Boden fallen lassen. Ich vermute, Laien, die sich von der Farbe, von der Ausreifung haben blenden lassen, aber nicht wussten, was sie machen, sind darauf reingefallen. Doch bislang fehlt nach dem Traubenklau in Schweigen-Rechtenbach von den Tätern jede Spur. Genauso wie im Fall von Winzer Frank Meyer aus Gleiszellen. Auch bei ihm haben Unbekannte großen Schaden angerichtet. Doch statt die Trauben zu stehlen, wurden hier rund 300 Rebstöcke einfach mit der Elektroschere abgeschnitten. Etwa 250 wurden mit Pflanzengift besprüht. Ich musste zweimal schauen, bis ich es geglaubt habe. Also definitiv. Im ersten Moment war das unbegreiflich. Ich bin eine Stunde später nochmal hergefahren, habe gedacht, habe ich jetzt irgendwie geträumt? Habe ich jetzt irgendwie einen Blackout gehabt und was falsch gesehen? Ja? Und es war aber so und es war 8 Tage später noch viel schlimmer. Weil es immer dörrer wird, immer brauner. Ja? Die Trauben hier nicht mehr zu gebrauchen. Vor 5 Jahren hatte Meyer hier Cabernet Franc gepflanzt. In diesem Jahr wollte er den ersten Wein abfüllen. Jetzt in diesem 5. Jahr sind wir halt angekommen bei dem, was wir wollten. Ja? Und haben uns richtig drüber gefreut und das ist halt besonders schlimm. Meyer muss jetzt hunderte Reben neu setzen. Auf Erträge muss er wieder Jahre warten. Den Gesamtschaden schätzt er auf bis zu 17.000 Euro. Wer glaubt, er macht so etwas? Ich vermute, ein Kollege, der halt etwas neidisch, etwas ärgerlich ist, die haben also mal solche Ideen, so kennen wir das jetzt hier in der Gegend. Man schneidet mal hier oben vielleicht ein paar Trauben ab, ein paar Ruten, ja, oder auf dem Boden, aber nächstes Jahr kann man wieder ernten. Aber das hier ist eigentlich eine ganz perfide Art von Beschädigung im Weinberg, die wir auch noch nie hier erlebt haben. Winzer, die einander missgünstig sind und deshalb die Ernte stehlen oder gar Rebstöcke zerstören? Karl Friedrich Juncker, Winzer und Kreisvorsitzender Südliche Weinstraße im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd, will davon nichts wissen. Ich gehe eher davon aus, dass das irgendwelche mutwillige fremde Personen sind, die jetzt irgendwas zerstören wollen, sondern generell, dass einfach die Bereitschaft größer ist, irgendwas zu zerstören. Doch wie sollen sich einzelne Winzer vor derlei Übergriffen schützen? Mit Sicherheitsdiensten? Oder muss vielleicht der Feldschütz, einst zum Schutz von Feld und Flur abgestellt, wiederbelebt werden? Ob man jetzt so weit geht, dass man in unsere Weinberge Security oder einen Feldschütz wieder einführen müsste, so weit möchte ich doch jetzt nicht gehen. Wir sind ja froh, dass unsere Gäste sich in der Weinberge bewegen und sich erholen können. Auch Winzer Axel Scheu sieht in der Feldhut nur einen begrenzten Nutzen. Der Feldhut ist nur bedingt, weil wenn Sie anschauen, wie viele Fahrzeuge hier in den Feldwegen fahren, die gar nicht berechtigt sind. Wir sind Naherholungsgebiet. Man kann mit Sicherheit ein paar Sachen abstellen, aber alles glaube ich nicht. Den Winzern bleibt also nicht viel mehr, als zu hoffen, dass ihre Weinberge vor zukünftigen Attacken verschont bleiben.